Servus, in der folgenden Videoreihe möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Liste programmieren könnt. Um dieses relativ abstrakte Thema etwas anschaulicher zu machen, stellt euch mal ein Wartezimmer vor und in diesem Wartezimmer gibt es eine Warteschlange. In dieser Warteschlange sind Patienten drinnen und die Warteschlange verwaltet diese ganzen Patienten. Und wie das Verwalten ausschaut, das müsst ihr euch so vorstellen, die Warteschlange hat einen Verweis auf den ersten Patienten. Dieser Patient weist wiederum seinen Nachfolger, also hat einen Verweis auf diesen Nachfolger und immer so weiter. Also der Nachfolger vom Nachfolger hat einen Verweis auf dessen Nachfolger und immer so weiter. Von daher ist es eine verkettete Liste. Am Anfang werde ich das jetzt immer noch so Warteschlange nennen, also nach dem Motto von diesem oder nach dem Beispiel von diesem Wartezimmer. Und zum Ende hin des Tutorials wird das Ganze dann immer weiter verallgemeinert und umgeformt, so dass man dann eine allgemeine Liste hat. Und für dieses Tutorial braucht man auch noch das Grundwissen zum Thema Zeiger. Ich schätze mal, die meisten haben das sowieso. Allerdings ist es halt so ein schwieriges Thema, was oft ausgelassen wird. Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt dann mal an. Wir binden erstmal IOStream ein. Und natürlich auch noch String, weil damit wollen wir auch noch arbeiten. Und dann benutzen wir auch den Namespace Standard, also STD. Ups. Using Namespace STD. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr den Patienten programmiert. Das heißt, wir beginnen mal mit der Klasse Patient. Und ich werde euch die Methoden und die Attribute vom Patienten zeigen. Also als erstes, dieser Patient hat natürlich einen Namen. Das ist das jetzt das einzige wirkliche Attribut, was wir haben, weil das andere ist ja nur der Verweis auf den Nachfolger. Also dieser Verweis jetzt kommt hier. Patient. Und dann der Zeiger auf den Nachfolger. Und da müssen wir wieder dran denken, dass wir den erstmal gleich 0 setzen, weil sonst gibt es Fehlermeldungen, wenn da drauf zugegriffen werden soll. Das sind jetzt die einzigen beiden Attribute. Wie gesagt, der Name ist das wirklich einzige wirkliche Attribut. So, jetzt haben wir unsere Public, also jetzt kommen die ganzen Methoden. Erstmal den Standardkonstruktor. Patient. Da schreiben wir jetzt mal nix rein. Dann haben wir unseren wirklichen Konstruktor, den wir dann am Ende auch hernehmen werden. Da soll natürlich dann das einzige wirkliche Attribut, das wir schon wissen, festgelegt werden, also der Name. Das heißt, der Name. Also der Name wird gleich Name Unterstrich gesetzt. Genau, damit haben wir unseren Konstruktor, den wir dann am Ende hernehmen. Dann haben wir noch die Methode Nachfolger setzen. Das ist natürlich eine Void-Methode, weil da wird nichts ausgegeben. Da soll nichts ausgegeben werden, besser gesagt. Und da ist der Übergabeparameter auch ein Patient, beziehungsweise wieder ein Zeiger auf einen Patienten. Den nennen wir jetzt mal auch mal Nachfolger Unterstrich. Und da soll der Nachfolger gleich dem Nachfolger Unterstrich gesetzt werden. Das sind sehr einfache Methoden. Allerdings werden die uns am Ende um einiges weiterhelfen. Dann haben wir noch die Methode Patient, also der Ausgabetyp ist ein Zeiger vom Typ Patient. Die heißt Nachfolger geben, die Methode. Das heißt, der Verweis auf den Nachfolger wird ausgegeben. Eingabeparameter hat sie keine. Und was die Methode macht, ist einfach nur, dass sie den Nachfolger returnt.
So, die letzte Methode des Patienten ist die Methode Informationen ausgeben. Die werden in dem Fall nicht returned, sondern sie werden in der Konsole ausgegeben, habe ich mir gedacht. Das heißt, cout. Ups, falsche Zeichen. Nochmal falsch. Dann soll der Name ausgegeben werden. Das macht am meisten Sinn, meiner Meinung nach. Und danach kommt noch eine neue Zeile mit std. Ach, nicht std. Endline. Sorry für den Fehler. Und damit wäre die Klasse Patient auch schon fertig. Es macht jetzt keinen Sinn, hier schon irgendwas auszugeben oder so. Falls ein Fehler drin ist, werde ich das im nächsten Video merken. Dann werdet ihr das sehen. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass ein Fehler drin ist. Das ist eine relativ einfache Methoden. Und im nächsten Video werdet ihr dann sehen, wie ihr diese Warteschlange programmiert. Also Servus.